ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute einen kleinen Action-Haul und zwar habe ich neu gefunden bei uns so Bastelsets aus Holz. Fand ich mega interessant, habe ich drei verschiedene mitgenommen. Die kommen auch gleich, aber als allererstes muss ich euch das zeigen, was ich eigentlich gar nicht mehr kaufen wollte. Papier. Ja, ich habe ihn nicht gekauft, ne? Nein, habe ich nicht getan. Er ist bei mir gelandet. Also, ich habe ihn gekauft. Ich habe ihn mitgenommen. Es ging gar nicht anders. Ich finde den so schön, so schlichte, schöne Farben. Ja, und es ging halt nicht anders. Ja, so viel dazu. Ich kaufe kein Papier mehr. So, alles so leicht in so grün-grau gehalten. Hier mit so kleine Palmen drauf. Sind dann wieder doppelseitig bedruckt. Dann hier so kleine Sonnen, Flamingos, also in keiner Panik, die andere Seite kommt ja auch noch ab der Mitte des Blocks. Dann hier so kleine Segelschiffchen, dann hier so Surfer, gut, okay, das wird ein anderes Motiv sein können, aber hey, trotzdem schön. Was soll das sein? Ein Kofferchen, ein Köfferchen, so. Dann hier mal so ein bisschen was anderes, farblich, Punkte, Punkte gehen immer. Hier Liegestühle, also das ist so dezent, also wenn man nicht direkt genau hinguckt, was es eigentlich ist, erkennt man es auch gar nicht, aber ich finde, die Rückseite sieht schon toll aus. So, hallo Fokus, hier kleine Blümchen, dann hier so bunt, groß bunt, das sieht so aus wie so bedrucktes Leinentuch oder so. Boah. Hallo. Da hat der Wind was runtergeweht. Dann, was sind das, kleine Äffchen tatsächlich? Kleine Monkeys. So, hier nochmal mit so in einer anderen Farbe. Dann hier sowas. Und jetzt sind wir schon bei der Mitte. Jetzt kommen die anderen Motive. Hier sind so große Karten. Die Quadrate. Quatsch. Also könnte man als Kartenaufleger nehmen. Dann ist die Karte aber auch schon voll. Würde ich sagen. So, dann haben wir hier kleine Flamingos drauf. Dann nochmal Punkte oder Kreise. Gestreift. Hier Delfine. Und das war nämlich die Rückseite von den Liegestühlen. Dann hier so richtig hier was mit Travel zu tun hat. Also Reisen, Sonnenblumen. Ja, nie, ist klar. Sonnenbrillen, Flugzeug, Flamingo, Segelschiffchen, Sonne, der Affe. Ja, alles so ganz klein da drauf. Dann hier so Flugzeuge. Also wenn man mal so eine Karte macht für jemanden, der gerade verreist oder zum Geburtstag oder so auf eine Reise spart und da was macht, für, ne, ist das ganz toll. Und hier noch, das ist echt schön. Oh, ich liebe sowas. Kristallklares Wasser und das ist so auf so, ja, Retro, ne, so Vintage, so altes Bild, wie so ein altes Foto. So ein bisschen ausgeblichen, vergilbt sieht die Aufnahme aus hier. Das finde ich schon schön. So, dann hier nochmal Affen in einer anderen Farbe. Dann hier so eine kleine, ja, Quadrate, könnte man als Tags nehmen oder so. Ja, seht ihr die alle? Ich ziehe es mal hier so hin, ich weiß nicht. Ja, ist alles schon gut. Dann nochmal gestreift, also so ein bisschen basic. So, und das war's. Das war der Block. Dieser hier ist auch nur der eine geworden. Und dafür, dass kein Papier mit sollte, eigentlich schon wieder viel zu viel Papier. So, pack ich da hin. Dann sind wir uns endlich angekommen. Endlich. Oder ich war auch lange nicht im Action, muss ich dazu sagen. Weiß ich jetzt nicht, wie lange die schon da sind. Die Stencils, was ist hier? Da muss ich mir mal genauer angucken, war auch der letzte von diesen hier. Ich zeige die mal von hinten. Ah, den wollte ich ganz unbedingt haben. Ganz unbedingt. Also den wollte ich haben. Weil ich ja auch so Pflanzengedönszeug stehe und sowas. Einzelnes hatte ich noch nicht. Und auch das hier kann man so bestimmt ganz gut verwenden. So, hier so ein Muster. Hier habe ich, genau, hier habe ich es hauptsächlich mitgenommen wegen den Sprechblasen und wegen diesem Stencil hier, wo die Kakteen und Regenbögen, also das ist so mexikanisch angehaucht hier, würde ich balle behaupten. Belehrt mich gerne eines Besseren. Und das ist auch ganz gut.
Ja, und die anderen drei weiß ich noch nicht. Man kann ja auch mal einen einzeln weitergeben, ne? Und dann hier so symmetrische Figürchen, Sternchen, so, ja, so Muster halt. Fand ich auch ganz interessant. Die Duft mit. Preise kann ich euch leider nicht sagen. Ich glaube, der Block war entweder 1,99 oder 2,49 oder so. Keine Ahnung. Die hier waren definitiv unter 1 Euro. 79, 49. Ich glaube, 79 Cent kosten die, ne? Wie gesagt, Preise kann ich euch leider nicht sagen. Da mein Kassenzettel. Spurlos verschwunden ist. Der Mann war aber auch mit bei beim Einkaufen, muss ich dazu sagen. Kann auch sein, dass der ihn weggeschmissen hat. Keine Ahnung. So, dann kommen wir zu diesen Holzbastelsets. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Also, ich habe die bei uns heute das allererste Mal gesehen. Habe die jetzt auch noch nicht in einem Haul gesehen. Beziehungsweise habe ich schon lange kein Holz geguckt. Deswegen weiß ich auch nicht. Ja, weil ich habe keine Zeit. Also ich habe meinen Bastelbereich jetzt aufgeräumt. Mein Schreibtisch sieht noch aus wie Hulle. Der ist noch fällig mit Aufräumen, aber es ist so, dass die Arbeitsfläche schon mal frei ist und ich werkeln kann. Das ist schon mal viel wert. Ja, ansonsten habe ich aufgeräumt, genau. Das hatte ich euch ja gesagt und werde jetzt auch versuchen, nach und nach jetzt wieder Videos zu machen. Und zwar habe ich mir die drei ausgesucht. Ich glaube, da gab es, also eins weiß ich, gab es auf jeden Fall noch. Das hat mir nicht so gefallen. Und dann kann man, wie man hier sieht, so ein Häuschen machen. Und drin in der Beschreibung, ich hatte eins schon aufgemacht. Ich glaube, das war dieses. Genau, das hatte ich schon aufgemacht. Ich kann es ja nochmal rausholen. In der Beschreibung steht, dass man das bevorzugt mit den Aquamarkern, die es auch beim Action zu kaufen gibt, anmalen kann, soll, wie auch immer. Also Holz und Aquamarker. Ich weiß ja nicht, Leute. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ich habe die auch sogar hier. Aquamarker und das sind auch die Aquamarker bevorzugt, genau. Deko-Time. Deko-Time, genau. Ich probiere mal aus. Wir machen jetzt hier gleich mal einen Live-Test. Ich nehme mal hier. Ich hoffe, der ist schön. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, okay. Für ein, zwei Grashalme hier. Weil ich kenne das eigentlich so, dass die Farbe denn so im Holz so auseinanderläuft. So, und das lasse ich jetzt mal. Also ich male dieses eine Grasding hier an. Seht ihr das? Ja, ne, ich bin in der Kamera. Ich sehe es nämlich gerade nicht so, weil hier die Halterung da drüber ist. Und dann gucken wir am Ende des Videos mal, ob das ausgelaufen ist. Also das würde mich jetzt mal interessieren hier. Ansonsten kommen dann doch die Acrylfarben zum Einsatz, wenn ich das mache, obwohl das mit den Aquamarkern echt cool wäre. Die habe ich nämlich eigentlich geholt, um die mit meiner Nichte zusammen zu machen. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus, würde ich sagen. So, also das war der Live-Test. Das gucken wir uns am Ende des Videos noch an, ob die Farbe halt so auseinanderläuft, also ob das im Holz so. Manchmal dauert das einen Moment. So, dann muss ich das eine Holzteil mal draußen. Das ist wie gesagt dieses hier. Dieses süße Holzhäuschen. Also ich fand die jetzt zuckersüß, das Muster einfach mit. Das habe ich sogar, das grüne habe ich zweimal. Ich kenne ja meine Nichte. Dann kann sie sich eins von den dreien aussuchen, was wir zusammen machen. Und, ach nee, das bleibt noch draußen. Und die anderen zwei kann sie sich dann mitnehmen, weil ich glaube, die Aquamarker, ja genau, die Aquamarker hat sie auch. So, ne, dann ist dieses süße Häuschen dabei. Also ich finde es ja zuckersüß, ne? Bienchen. Ja, wenn das wirklich so toll geht mit den Aquamarkern, ich glaube, ja. Das ist echt niedlich. Das kann man auch mal eben schnell verschenken oder so. Jo. Die beiße ich noch 1,99 eins. Das habe ich mir gemerkt. So. Und dann kommen nur noch ein paar Basics. Hatten sie seit langem mal wieder. Ich glaube, die waren auch teurer geworden. Ich weiß es nicht, aber immer noch unter einem Euro. Da ich ja so viel Kartenhüllen verwendet habe, weil ich ja so viel Karten gebastelt habe, durften die dreimal noch mit. Einmal den All Persons und einmal den Tacky Glue. Die durften noch mit und dann habe ich noch gefunden in der Babyabteilung, da ich ja Tante werde.
Hier so ein Spucktuch ist das, 30 x 30 cm. Also das ist jetzt nicht so riesig, ist wirklich nur ein Spucktuch. Es sind drei Stück drin. Dies habe ich zweimal mitgenommen, weil wir wissen alle, Babys spucken gerne und viel. Nein, ob sie es gerne machen, weiß ich wann ja nicht, aber die spucken halt viel. Und ich fand das auch niedlich, ne? Und für einen Jungen, es wird ein Junge, passt es auch. Spezifisch Jungsfarbe hatten sie nicht, aber ich finde, das passt für beides, für Jungs und Mädchen. Ja, die waren 1,39 €, irgendwie so. Also unter 2 € drei Stück. Ist in Ordnung, würde ich sagen. So, und das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Action Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Halt, den Test noch. Wir wollten ja noch gucken. Also 3 Minuten später und es sieht immer noch so aus. Man kann es jetzt natürlich noch ein bisschen ordentlicher machen. Ich hatte das jetzt nur schnell mit euch zusammen. Aber die Farbe läuft nicht aus. Also man kann es wirklich dann mit den Aquamarkern ausmalen. Das finde ich natürlich cool. So, jetzt aber. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ein kostenloses Abo, wenn ihr möchtet und nichts mehr von mir verpassen wollt. Jetzt geht es demnächst auch wieder weiter mit Videos. Und ich freue mich echt, dass ich dann hoffentlich bald wieder etwas Zeit habe. Mehr Zeit habe so. Und ja, genau. Liebe, nette Kommentare sind immer erwünscht. Wenn ihr Fragen habt, ich was testen soll von den Sachen, die ich euch gezeigt habe. Gut, es war jetzt heute nicht so viel, außer die Stencils und diese Holzhäuschen. Dann sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich sowas auch mal. Und ansonsten, ja, bleibt alles schön gesund und bis dahin, tschüss.